Online-Radio Düren, wie immer, sonntags on Tour in Sachen Fußball. Wir gehen in die Landesliga und zwar hier zum Grüngürtel am 14., 15. Spieltag, besser gesagt, letztes Heimspiel vor der großen Winterpause. Sportfreunde Düren empfing den Tabellenführer SC Germania. Natürlich die Zuschauer hochinteressant, gespannt auf diese Partie. Der Tabellendrittletzte, was er jetzt zum Weihnachtsgeschenk den Zuschauern bieten kann. Eine gute Leistung und mehr dazu mit dem Geschäftsführer, nein, mit dem Geschäftsführer Matthias Erdorf, richtig? Nee, zweiter Vorsitzender. Zweiter Vorsitzender, Herr Erdorf. Glückwunsch kann man vorab sagen. Drei Punkte sind im Grüngürtel geblieben. Ich glaube, da hat keiner von den Fans mitgerechnet, vor dem Spiel. Ja, obwohl, ich sag mal, gegen die Mannschaften oben drin haben wir eigentlich gute Ergebnisse eingefahren, uns auch des Öfteren nicht belohnt. Und heute haben wir ein gutes Spiel gemacht und haben es dann auch belohnt. Also, ich war eigentlich von der Leistung von Erfstadt, Tabellenführer, hätte ich eigentlich wesentlich mehr erwartet. Und 3-1 ist ein hochverdienter Sieg der Sportfreunde Düren. Ja, das Team von Paul Esser, dementsprechend aber in der ersten Halbzeit, die SC Germania ging schon bereits nach ungefähr 17, 18 Minuten Führung und da musste man ja wieder als Sportfreunde-Fan denken, Mensch, da laufen die wieder hinterher und bis zur Halbzeit ist es ja auch bei dem 1:0 für die Germania geblieben. Gab es doch die eine oder andere Szene vor dem Tor von Germania aus Ihrer Sicht, von Ihrer Mannschaft, wo man sagen kann, wir sind dran? Ja, wir waren in der ersten Halbzeit, Tor passiert natürlich, ganz blöder Ballverlust, Mittelfeld, mit Winden, ein Traumtor eigentlich aus einer guten Entfernung, unhaltbar für unseren Torwart. Fehler haben wir selber praktiziert und für unseren David Schwan einfach unhaltbar. Das war aber nicht, weil Erfstadt gut gespielt hat. Ja, Sie haben es angesprochen. Freundliche Schützenhilfe von uns. Ja, die Witterungsbedingungen waren natürlich auch nicht so, sag ich mal, dass man vor einem tollen Fußballspiel reden konnte. Die Windverhältnisse haben sich ja dauernd verändert. Aber 0:1 zurück. Mit welchem Gedanken ist denn die Mannschaft um Manuel Spies, der Captain, in die Kabine gegangen? Beziehungsweise, was haben Sie als zweiter Vorsitzender noch in Absprache mit dem Trainer, sag ich mal, unternommen vielleicht kommunikativ um die zweite Halbzeit, die ja nach dem Ergebnis her wesentlich besser gelaufen ist, getan in der Halbzeit? Also wir sind nicht mit hängenden Köpfen in die Kabine gegangen. Wir wussten, heute ist mehr drin und wir wollen das heute machen. Der Trainer hat dann in der Halbzeit ein bisschen umgestellt, System geändert, es hat mehr Pressing gespielt und über den Kampf sind wir dann gut ins Spiel gekommen, schaffen dann über Sezer Düskün den Ausgleich und eine richtig rausgespielte Torchance. Passierte von Erfstadt Leche nicht eigentlich so um die 70. erst. Bis dahin haben wir das Spiel eigentlich dominiert. Ja, Sie haben es angesprochen, nach 65 Minuten Führung Ihrer Mannschaft und da war aber noch fast eine halbe Stunde zu spielen und war da keine Gegenwehr vom Tabellenführer zu spüren oder hatten die einfach nicht die Mitteln? Die sind über schnelle Außen gekommen, aber was dann so vor dem Tor sich abspielte, ja, da hätten sie auch ohne Mittelstürmer spielen können. Ja, Ihre Mannschaft hat natürlich zugelegt, hohes Vertrauen nach rund 70 Minuten Führung gegen Tabellenführer und zum Schluss noch der Fabian Spies in der 90. Minute machte den Deckel drauf, 3:1, natürlich große Freude in Ihrer Mannschaft. Die Hinrunde war ja, sage ich mal, von Höhen und Tiefen begleitet. Richtig. Aber das war für uns eigentlich klar, dass es in der Hinrunde in der Landesliga schwer wird. In der Bezirksklasse waren wir immer die letzten 3 Jahre eine Mannschaft, die oben immer mit drin gespielt hat, fußballerisch sehr stark. Und in der Landesliga darf man so einige Fehler nicht mehr machen. Die werden dann direkt bestraft. Das haben wir natürlich zu spüren bekommen. Ja, 15 Spiele, 14 Punkte. Man sieht, im Kader hat sich so einiges geändert in den letzten Wochen. Neuzugänge, unter anderem Neuzugang von der Regionalliga aus Wattenscheid. Da fragt man sich natürlich, Sportfreunde, Landesliga, Regionalliga, wie kommt man an solchen jungen Spielern ran?
Ja, ich meine, hat ja jeder in der Presse mitbekommen, dass Wattenscheid 09 keine Lizenz mehr bekommen hat, den Profikader auflösen musste. Und bei unserem Koreaner war es einfach so, dass das eine Visa-Sache war, dass der im Februar jetzt kommendes Jahr wieder zurück in die Heimat muss. Dann läuft ihm sein Visa ab. Und dadurch, dass wir ja drei junge Koreaner bei uns schon spielen haben, kann man so sagen, er ist uns zugelaufen und wir haben den natürlich mit Kusshand genommen. Ja, Sie haben es angesprochen, drei junge Koreaner in Ihrem Team, sag ich mal A-Jugend vermutlich. Wie haben die sich denn jetzt in dem Team schon integriert in der kurzen Zeit, leistungsmäßig gesehen? Also der Innenverteidiger hinten ist gar nicht mehr wegzudenken. Der spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau für sein Alter. Abgeklärt, technisch gut, Kopfball stark. Kann ein Spiel lesen. Einer von den Koreanern, der defensives Mittelfeld spielt auf der rechten Seite, hat leider einen Kreuzbandriss. Der ist im Moment in der Heimat. Und der kleine Stürmer, ja, der braucht noch ein Jahr. Der muss einfach körperlich ein bisschen robuster werden. Aber fußballerisch alle sehr gut ausgebildet. Können wir schon brauchen. Ja, kann man schon brauchen. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, hochinteressant, oben wie unten, eng zusammengerückt, nach den 15 Spielen. Da ist ja noch alles drin, um den Abstieg jetzt aus der Hinrunde, wo man deutlich drin saß. Jetzt sitzt man schon auf Platz 14, ein Punkt von dem Abstiegsplatz entfernt, nur noch. Wie sieht es denn aus in der Winterpause? Mit welchen Gedanken arbeiten Sie jetzt auf die Rückrunde? Also wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach noch einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichten. Namen möchte ich noch nicht sagen, weil es noch nicht geklärt ist alles. Und ansonsten vertrauen wir der Mannschaft. Es hat oft genug gezeigt, dass Potenzial genug da ist. Wir müssen einfach die Spiele konsequenter für uns zu Ende spielen und uns auch belohnen. Matthias Erdorf, Sportfreunde Düren, zweiter Vorsitzender zum heutigen Spiel gegen den Tabellenführer. Klar gewonnen mit 3:1, 14 Punkte. Man ist unten dran. Man hat jetzt Luft geschnuppert Richtung Mittelfeld. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Gerne Ihnen auch.